Habe ich doch irgendwas. Irgendwas Komisches gesehen. Da dachte ich, da muss ich doch glatt mal. Hallo Leute, der Sururio hier. Willkommen. Und es geht weiter mit der nächsten Folge Ark Extinction. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin mal wieder auf meiner Managam unterwegs. Der ist mittlerweile Level 176. Hört sich jetzt nicht nach super viel an, aber ja, ist das Beste, was ich momentan habe. Irgendwann muss ich dann nochmal gucken gehen, ob ich noch einen schöneren finde. Und was heißt schöneren? Vor allem einen höherleveligen finde. Genau, ich bin von meiner letzten Aktion gut zu Hause wieder angekommen. Alles super, alles passt. Habe alles abgeladen, habe ein paar Tiere geheilt, die Velonas habe ich geheilt und auch wieder eingepackt, die Eule ist eingepackt, der Rex steht aber noch zu Hause und ich bin hier, wenn wir auf die Karte gucken, hier drüben und will wieder mal da mal hoch, da war ich ja schon ein paar Mal oben, da kann es echt haarig werden, da oben, so viel sei gesagt, ja, das ist echt nicht ohne, deswegen werde ich es auch ein bisschen vorsichtig angehen lassen, bin aber mal gespannt, ob ich hier ja, ein paar schöne Tiere finde, die ich erledigen kann, mit denen ich ein bisschen leveln kann. Ja, also hier ist jetzt, hoch. Hoffer. Ja, da muss ich mal gucken, was ich da so finde. So ein bisschen Bammel. Deswegen bin ich hier auch ein bisschen vorsichtig. Da sieht das schon, die Wyvern, die da rumfliegt. Weil so extrem viel Hitpoints hat mein Managam nämlich noch nicht. Ich bin gerade überlegen, das ist eine zweite. Killen wir erstmal den hier. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist, da rumzufliegen. Da rumzugehen. Und da ist auch, das ist ein Enraged Rex. So, huch. Mein Rex, der Managam rutscht gerade. Ja. Der Enraged Rex kommt auch hinterher. So, wir haben die Wyvern weg. Das ist nett. Jetzt nur kurz Ausdauer regenerieren. Und dann den Enraged Rex hier uns vornehmen. Wie gesagt, man darf nicht zu weit wegstehen, sonst macht man so wenig Schaden. Ich habe einen Raptor gekillt. Okay. Ich will mich nur nicht beißen lassen. Nee, da hoch will ich nicht. Da war ich noch nicht. So. Hängt ihr da gerade fest? Wo will der denn jetzt gerade hin? Wo will der denn gerade hin? Ach, der legt sich mit einem Trike an. Wie, das Trike killt ihn. Ja, guck mal kurz. Muss ja kurz das Trike erstmal. Oh, ich habe relativ wenig. Und? Weg ist er. Ein OH Corrupted Rex. Gucken wir mal. Zwei bekommen. Geht alles in Gesundheit erstmal. Und dann muss ich mal kurz hier gucken. Hier müsste was drin sein. Genau das brauchen wir. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann gucken wir mal, ob von der Wyvern hier oben noch was liegt. Yep, die liegt noch hier. Wollen wir umgucken? Da hinten ist ein Raptor, der dürfte aber kein Problem sein. Genau, und von der Wyvern brauche ich nämlich die Sachen auch für den, ich glaube den Desert Titan braucht man die Sachen von der Wyvern.
Hat doch aber ganz gut funktioniert. Ich habe schon fast wieder ein Level. Hier die beiden Raptoren und das nächste Level. Genau. Das hat auch gut funktioniert bis jetzt. So, das geht auch nochmal in Gesundheit. Und dann heile ich den mal ein bisschen hoch. Es lohnt sich ja dann auch. Also von irgendwie nicht ganz 5000 oder knapp 5000 auf 7000 Gesundheit. Ist ein ordentlicher Sprung. Ich will auf jeden Fall mindestens 10.000 Gesundheit in den reinpumpen. Und den Rest halt dann wieder in Ausdauer. Ja, erstmal muss ich ihn ein bisschen hochheilen. Ich bin dann sogar am Überlegen, ob ich mal andersrum gehe, von der anderen Seite komme. Ich glaube, da könnte es etwas ruhiger sein. So, bis 6.000 machen wir mal. Dann reicht das erstmal. Hoffe ich. Hoffnung stirbt zuletzt oder so. Der meiner Gams stirbt zuletzt. Ja. So, gut. Dann gehe ich jetzt mal kurz außenrum hier. Gucken wir mal hier rum, was wir hier so haben. Ein bisschen was. Hier ist ja auch einiges los. Da oben ist ein Raptor. So, Rattopleura weg. Hier können wir mal mitmachen. Das dürfte ein bisschen Erfahrungspunkte hier geben. Muss halt nur auf die Ausdauer achten. Die nicht zu sehr hops geht. So, der Bär muss nicht unbedingt auf mich los. Darauf kann ich verzichten. Ja. Ich muss mal kurz warten, bis die Ausdauer regeneriert ist. Dann können wir den Spino noch mitnehmen. Da ist noch ein Atomär Atropleura. Gucken wir mal, hier war da irgendwo, hier ist der Spino. Eisgekühlter Spino. Auch nicht schlecht, oder? Hat was. So. Schon war wieder fast ein Level. Das geht ganz schön gut hier. In den Leveln, also sowas. Wenn du die großen Tiere hast, die kriegst du relativ schnell down. Nächstes Level. Und dann kriegst du auch ganz ordentlich Levelpunkte, also Punkte dazu. Und kannst du ganz ordentlich leveln tatsächlich. So, dann gehen wir mal hier rum. Da hat er gekackt. Dünnümp. Wow, was war denn das gerade? Bin ja gerade durch die Gegend gepäst wie sonst was. Das war ich also zumindest nicht. Ich habe nichts gedrückt, was jetzt so einen nach vorne Dash hätte machen sollen. Beziehungsweise ich habe vielleicht nach vorne gedrückt, weil manchmal, wenn er getroffen wird, dann springt er hoch. Das ist ganz merkwürdig. Es könnte natürlich sein, dass das in dem Moment dann so einen nach vorne Dash gegeben hat. So, ich muss... Ne, warte mal, ich komme doch hier eigentlich hoch. Da oben lang. Da oben lang muss ich, nicht hier unten lang, weil hier darf ich nicht weiter. Das wäre ungesund. Und irgendwas? Können wir mal gucken. Sehe so erstmal nichts. Hier scheint nichts zu sein. Okay, gut, dann müssen wir da hoch. Schupp.
Was? Null Schaden? Ernsthaft? Also null Schaden finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Bisschen sehr merkwürdig. So, dann gehen wir mal gucken, was wir hier oben haben. Hier sieht es ja alles noch relativ entspannt aus. Da vorne ist ein Spino. Das ist... War das ein 81 Schaden? 81 Schaden wäre echt... Echt cool. Sehr cool. So, jetzt... Das hier sieht fast aus wie eine Explorer-Note. Hatte ich die schon? Nein! Cool! Explorer-Note hilft natürlich beim Leveln. Sag mal, das ist... Oh. Okay, also langsam sammeln die sich. So, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ehrlich gesagt will ich nicht zu weit da drüber. Da ist ein Rocktake. Da drüben. Der backt da durch die Wände. Ich will hier aber nicht mitten rein. Das wird nur zu Problemen führen. Bin mir relativ sicher, weil ich dann irgendwie von allen Seiten angegriffen werde. Nachher dann spawnt irgendwas hinter mir und dann... So, der weg. Und du kommst auch weg. So. Kriegen wir den Hauptweg von hier aus? Ja, kriegen wir angeteasert. Dann komm mal her. Rutsch, weg. Kein Level up? Doch. So. Gucken wir noch, ob wir den Spino angeteasert kriegen. Nee. Da ist noch ein Rocktrake und noch so ein Rex ist da. Weg. Nächstes Level up. Das macht doch echt Spaß hier, Leute. Zwei sogar gleich. Okay, krass. Jetzt gibt es ja auch noch Prontos. Was sind die Prontos denn hier? Ich wollte hier eigentlich den da hinten. Dann komme ich aber gerade nicht ran. Den komme ich ran. Da kommen, glaube ich, beide. Okay. Weg. Ui, der macht hier richtig Schaden. Der hat ja richtig Level. Der andere backt da immer noch so rum. 45 nur. Warte mal, der 90 ist so schnell draufgegangen. Der 45er hat so lange überlebt. Das ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall habe ich... ihr ahnt es. Nein, ich habe noch kein Level up. Was? Ich habe noch kein Level up. Warum nicht? Dann müssen wir da gleich wieder hoch. Sobald wir hier aufge... Ausdauer regeneriert haben. Die regeneriert sich beim Gehen gefühlt deutlich langsamer als vorher. Als früher. Da habe ich doch irgendwas. Irgendwas Komisches gesehen. Da dachte ich, da muss ich doch glatt mal hinwursteln. So. Habe ich jetzt ein Level up?
Nö, immer noch nicht. Bringen die Rocktracks so wenig? Okay, das lassen wir mal lieber. Ich lade mal lieber meine Aufdauer aus. Ausdauer auf. Aufdauer aus. Das ist lustig, dass die Prontos und die überhaupt nicht aufeinander losgehen. Boah, jetzt nicht kacken hier. So, Level 20. Und jetzt haben wir das Level up. Okay. Also zwei Level brauche ich noch, um den auf 1000 Health zu kriegen, glaube ich. So, den haben wir weg. Dann wieder aufladen. Und jetzt geht wieder ein Prontos auf mich los. Da, oh, da hinten ist ein Reaper King. Hier ist nicht lustig. Hier ist nicht mehr zu spaßen. Mal kurz weg. Weil Reaper Kings, die sind auch ganz schön heftig. Also die können ordentlich Schaden machen und die halten ganz schön was aus. Das muss man deutlich sagen. Hey. Dass ich mich mit den allen auf einmal anlegen sollen würde, wäre, glaube ich, so richtig optimal. Ja, ich muss mal kurz wieder weg. Ich weiß gar nicht, welches Level die Prontos haben. Mal kurz gucken hier. 20. Flieht schon mal. Du warst auch schon ganz schön blutig. Gut. Oh, warte mal. Hier muss ich bei beiden. Definitiv. 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 Was macht denn der hier gerade? Das Ding hier mitnehmen. Ach, Quatsch. Den Sauropodenwirbel mitnehmen. Wieder so komisch hier. So. Gut. Okay. Und? Nein, noch kein Level up. Kann man rausschmeißen. Das und das können wir rausschmeißen. Und das können wir rausschmeißen. Ja. Ohohoho. Zwei hier Weifern. Nicht gute. Also eigentlich ja, aber. Nicht ganz so gut. Zumindest nicht beide zusammen. Level up. Hier ist halt echt so viel. Ich muss mal kurz ein bisschen Abstand gewinnen und Ausdauer regenerieren. Hier gerade mit den Weifern im Hintergrund will ich auch kein Risiko eingehen und nicht hier meine Ausdauer bis einigermaßen ins Letzte strapazieren, sondern wirklich. Kommt die an?
zumindest die Fliegen sehen da oben. Okay. So. Jo. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe die Wi-Fi da oben fliegen sehen. So. 2 Punkte. Genau. Dann haben wir erstmal über 10.000 Leben, wenn wir voll sind. Das sind wir momentan bei weitem nicht. Okay, jetzt ist der Effekt von der Explorer nur gleich weg. Und da ist er weg. Gut, aber okay. Also, er hat mir einiges gebracht an Leveln. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ich will mal gucken, also, ob ich die Wi-Fi noch kriege. Eine. Auch wenn ich sie ruckel gerade nicht sehen kann. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. So, dass ich sehe, was im Hintergrund passiert. Wenn ich hier noch ein bisschen Leben hochheile. Okay. Gut, also ich weiß jetzt nicht, wo die Wi-Fi sind. Ich sehe keine von beiden gerade. Ich sehe da noch einen Rocktrack, aber sonst sehe ich von hier jetzt gerade nichts. Dann lassen wir das auch, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Da 2 Wi-Fi sind und ein Enraged Rex und wer weiß was noch. Das ist mir dann ehrlich gesagt doch ein bisschen zu riskant. Außerdem sind 20 Minuten auch um. Ein bisschen mehr. Ich werde mich wieder auf dem Weg nach Hause machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.